Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, wir möchten Sie und euch ganz herzlich auf Schloss Trebnitz zum Abschlusskonzert des Wettbewerbs Jugend komponiert willkommen heißen. Der Wettbewerb feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und wird ausgerichtet vom Landesmusikrat Brandenburg. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na naszym finałowym koncercie na zamku w Trebnitz. Konkurs Młodzież komponuje obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Wir begrüßen Frau Professor Dr. Liedtke, Präsidentin des Landtages Brandenburg und zugleich die Präsidentin des Landesmusikrates Brandenburg und Kuratoriumsmitglied bei Jugend komponiert. Wir begrüßen Herrn Rainer Walleser, Abteilungsleiter für Kultur des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg. Und wir begrüßen Frau Konstanze Sander, die Generalsekretärin des Landesmusikrates Brandenburg. Chcielibyśmy serdecznie przywitać naszych znamienitych gości, panią profesor dr Ulrikę Liedtke, przewodniczącą Parlamentu Brandenburgii oraz przewodniczącą Krajowej Rady Muzycznej Brandenburgii. Pana Rainera Wallesera, kierownika działu kultury Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii. Oraz panią Konstancę Sandler, panią dyrektor Krajowej Rady Muzycznej Brandenburgii. Wir möchten uns besonders beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, bei der Sparkassenstiftung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk für die finanzielle Unterstützung und Förderung bedanken, sowie beim Brandenburgischen Verein Neue Musik für die Kooperation mit den Intersonanzen, beim Landesfachverband für Popularmusik Brandenburg für den Livestream und bei der Bildungs- und Begegnungsstätte Schloss Trebnitz, die uns so wunderbar beherbergt haben. Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować za wsparcie i pomoc finansową ze strony Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury, Bankowi Sparkassenstiftung des Landeskreis Ostprignitz-Ruppin oraz Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży. Jak również kolejne podziękowania kierujemy w stronę Landesfachverband für Popular Brandenburg für den Livestream, za możliwość internetowego przekazu naszego koncertu Livestream. Jak najbardziej gorące podziękowania za Stowarzyszeniu Zamek Trebnitz, Centrum Edukacji i Spotkań, za możliwość zakwaterowania i naszego miejsca pracy i prowadzenia kursu. Ein paar ganz kurze Worte zu Jugend komponiert 2020. Der Wettbewerb war ausgeschrieben für das Instrument des Jahres, Violine. Es konnten Kompositionen eingereicht werden von Violine Solo bis Streichquartett. Chcieliśmy teraz powiedzieć kilka słów o naszym konkursie. Tegoroczny konkurs kompozytorski został rozpisany na instrumenty smyczkowe. Es wurden insgesamt 22 Kompositionen zum Wettbewerb eingereicht, die Hälfte von polnischer Seite. Von diesen Stücken wurden 14 Kompositionen in der Kompositionswerkstatt erarbeitet. Zwei davon konnten wir nur online bearbeiten, weil die Teilnehmer nicht mehr anreisen konnten. Sie sind aber heute via Livestream zugeschaltet und können ihr Stück hören. Diese Stücke werden heute hier uraufgeführt. W konkursie wzięło udział 22 kompozycje. Spośród nich zostały wybrane 14, które podczas tych warsztatów zostały analizowane oraz opracowywane od strony interpretacyjnej. Również odbyły się dwie lekcje online z powodu niemożliwości przyjazdu uczestnika na teren Niemiec. Bevor wir mit dem Konzert gleich beginnen, möchte ich das Wort an Professor Dr. Liedtke und Herrn Rainer Walleser weiterreichen. Witamy serdecznie teraz panią profesor Ulrikę Liedtke. Lieber Helmut Zapf,
lieber Sebastian Elikowski-Winkler, liebe Kollegen vom Landesmusikrat Konstanze Sander und Thorsten Müller, lieber Herr Waleser vom Ministerium, dieser Tag heute ist ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit. Wir können Musik machen und wir sind in einer wunderbaren Räumlichkeit, hell und akustisch, wie man so auf den ersten Moment merken kann, gut für uns geeignet. Szanowni Państwo, szanowni goście, szanowny panie profesorze, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pomimo tak trudnego czasu w chwili obecnej możemy się spotkać w tak pięknym miejscu tutaj na czas koncertu. Die Geschichte von Jung komponiert ist eine Erfolgsgeschichte rundherum, weil sie einen sehr, sehr langen Atem bewiesen hat, 25 Jahre lang, weil sie sich qualitativ auf einem außerordentlich hohen Niveau befindet und weil wir auch sehen, dass quantitativ, also mit 22 Teilnehmern, tatsächlich ein großer Bedarf ist, sich akustisch, musikalisch auszudrücken. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przez te 25 lat można było tak wspaniale rozwinąć ten konkurs i w chwili obecnej mieliśmy do czynienia z 22 kompozycjami naszych uczestników. Ich denke, für alle Teilnehmer aus diesen 25 Jahren darf ich sagen, dass die personelle Besetzung mit dem Chef Helmut Zapf ein absoluter Glücksfall ist. Chciałam podkreślić, że prowadzenie przez profesora Helmuta Zapfa jest fantastyczne. Dieser Komponist ist in den 25 Jahren mitgewachsen, wird auf den großen Bühnen gespielt und trotzdem macht er weiter und bildet weiter junge Menschen aus und führt sie in vielen Fällen auch zum Studium. Wszyscy kompozytorzy, którzy brali udział w kursach przez te 25 lat, bardzo się rozwinęli i piszą kompozycje na sceny, wielkie sceny europejskie i światowe. Inzwischen gibt es eine dritte Generation Jugend komponiert, wenn man sich die Teilnehmer so der Reihe nach anguckt, denn Sebastian Elikowski-Winkler ist Zapf Schüler und schon wieder Dozent. Po tylu latach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy spotykamy się z trzecią generacją, trzecim pokoleniem. Nasz drugi tutaj prowadzący kurs, pan Sebastian Winkler, jest byłym studentem profesora Zapfa. Ich habe mir die Liste der Teilnehmer angeguckt und aus ihnen sind viele Berufsmusiker hervorgegangen. Komponisten, Interpreten, Dirigenten, Musikwissenschaftler, aber auch Musiklehrer, auch Tonproduzenten, Schauspieler, Theaterleute. Po przestudiowaniu wszystkich imion kompozytorów, którzy brali udział w warsztatach przez 25 lat, są kompozytorzy, reżyserzy, osoby, które biorą czynny udział na scenach koncertowych. Und es gibt etwas ganz Besonderes bei diesem Wettbewerb. Dafür haben wir mal sehr gekämpft, Helmut und ich, dass nämlich nicht Schüler Musik komponieren, die Schüler spielen, sondern dass die Kompositionen von Studenten, noch nicht Studenten, von Schülern, die es noch nicht studiert haben, wirklich von Profis gespielt werden. Naszym głównym celem i co nas cieszy, ponieważ mogliśmy to zorganizować, było, żeby młodzi kompozytorzy, którzy jeszcze nie studiują, mogli pracować z profesjonalnym zespołem instrumentalnym i mogli usłyszeć swój napisany utwór. Es ist ja leider normal, dass ein Komponist mit dem Klangergebnis oft nicht so einverstanden sein kann, weil es anders ist als das, was im Kopf hatte. To jest oczywiście zrozumiałe, że kompozytor na początku ma swoje wyobrażenie, ale potrzebuje również później usłyszeć, jak dany utwór brzmi. Also ist die Schwierigkeit nicht die kompozytorische Idee zu finden, sondern die Schwierigkeit ist es zu vermitteln, damit andere es spielen können. Tak naprawdę dużym problemem nie tylko jest znalezienie kompozytorów, ale później zorganizowanie, żeby ci kompozytorzy mogli się rozwijać. Und daraus resultiert natürlich, dass man bei einem Profi sehr, sehr viel mehr lernen kann, dass man in allen Parametern des Komponierens gesagt bekommt, das hättest du anders, das hättest du viel einfacher schreiben können, versuch es doch mal so. Zdajemy sobie sprawę, że taka praca z
profesjonalnym zespołem bardzo dużo daje i młody kompozytor może się bardzo wiele nauczyć. Und ich hoffe, niemand von Ihnen reist da ein bisschen enttäuscht ab. Ganz im Gegenteil, Sie werden vieles gelernt haben für die nächsten Stücke, die Sie komponieren. Mamy nadzieję, że ta nauka, którą Państwo tutaj osiągnęli, będzie w przyszłości Państwu bardzo przydatna. Nun muss Musik gespielt werden. Es ist anders als bei einem Bild, was an der Wand hängt, was man angucken kann. Musik muss immer erst wieder vermittelt werden. Und es gibt zwei Konzerte, in denen die Preisträgerstücke wieder erklingen werden, bei den Intersonanzen in Potsdam und bei den Randspielen in Zepernik. Ponieważ muzyka to nie jest obraz, który można ciągle oglądać, potrzebowaliśmy oczywiście zorganizować koncerty dla laureatów i takie odbędą się na festiwalu w Zepeniku oraz na festiwalu w Potsdamie. Und da bringt uns Helmut Zapf natürlich eine große Gabe in den Wettbewerb ein, als Leiter der Randspiele von Zepernik, denen ich noch viel, viel mehr Ausstrahlung wünsche, denn ich halte sie für das wirklich qualitativ reichste und komprimierteste Festival, das wir in Brandenburg haben. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że profesor Helmut Zapf zorganizował w Zepeniku festiwal, który osiąga tak ogromne rezultaty i możemy zaprosić tam kompozytorów do wykonania utworów. Nun ist es uns gelungen, einen deutsch-polnischen Wettbewerb hinzubekommen. Das ist ganz wichtig, aber es ist auch ganz normal, weil wir Nachbarn sind. Również praca polsko-niemiecka, zorganizowanie tego konkursu bardzo nas cieszy. Insofern freue ich mich ganz, ganz außerordentlich, dass so viele polnische Teilnehmer dabei sind und dass wir dadurch auch auf kulturellem Gebiet unsere Kontakte zu Polen vertiefen können. Dlatego bardzo się cieszę, że tak dużo kompozytorów z Polski wzięło udział w konkursie i że mogliśmy się w tak pięknym miejscu wszyscy tutaj spotkać. Diese Konzerte zeigen immer eine große kompositorische Vielfalt. Man komponiert am Anfang noch ein bisschen wie der eigene Lehrer und findet dann seinen eigenen Stil. Diese Vielfalt ist etwas ganz Besonderes in der Kunst. Bardzo ważne jest to rozwijanie się na początku pod oczywiście okiem profesora, ale później trzeba się rozwijać w dalszym kierunku samemu. An der Stelle gestatten Sie mir, wir brauchen mehr Musiklehrer. Uns fehlen von 40.000 Musiklehrern in Deutschland im Moment 23.000 Lehrer. 23 Lehrer an den Schulen. Und das, wenn wir das schaffen, das wäre der Garant für Vielfalt. Dlatego potrzebujemy wykształconych, dobrych nauczycieli, którzy mogliby pracować w wielu miejscach szkolnych. Und in dieser schwierigen Zeit benötigen wir viele unterschiedliche Programme, damit die Kultur arbeiten kann, damit die einzelnen Menschen aktiv, kreativ tätig sein können und damit wir auch alternative Möglichkeiten finden, zum Publikum zu kommen, wie heute im Livestream. Dlatego kładziemy ogromny nacisk na organizowanie przeróżnych warsztatów, aby młodzi ludzie mogli się rozwijać i aby później mogli kształcić kolejne pokolenia. Und jetzt danke ich ganz herzlich Kalina. Ich weiß nicht, was sie übersetzt hat, aber ich denke, es war richtig. Są podziękowania w kierunku mojej strony. Tak tłumaczę jak najbardziej. Und ich wünsche den Interpreten und den Komponisten toi, toi, toi und uns allen ein sehr schönes Konzert. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim kompozytorom i życzę publiczności wspaniałego koncertu. Ja, sehr geehrte Frau Professor Dr. Liedtke, liebe Frau Sander, lieber Herr Zapf, auch von meiner Seite vom Ministerium ein paar, aber nur noch ein paar kleine ergänzende Worte. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen zusammen 25 Jahre Jugend komponiert vom Landesmusikrat erleben kann. Professor Rainer Walese, bardzo się cieszy, że może wziąć udział w tak pięknej uroczystości jak jubileusz 25-lecia.
Ich glaube, dass dieses Jubiläum einen anderen Rahmen verdient hätte, wobei ich überhaupt nicht den Raum meine. Frau Liedtke hatte schon gesagt, das ist ein wunderschöner Raum und der ist wahrscheinlich auch wunderbar geeignet für diesen Event heute. Aber ich glaube, 25 Jahre Jugend kombiniert hätte ein bisschen größeren Rahmen verdient und vielleicht gelingt es uns oder hoffentlich gelingt es uns, dass wir nächstes Jahr den Wettbewerb wieder in einem größeren Rahmen feiern können. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w tak pięknym miejscu tutaj, ale jubileusz 25-lecia oczywiście powinien być jeszcze w piękniejszym miejscu, odbywać się w piękniejszym miejscu. Dlatego mamy nadzieję, że w przyszłym roku zaprosimy Państwa na koncert w nowe miejsce. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir eben ein deutsch-polnisches Projekt hier haben. Es ist gelungen, und das ist ja in diesen Tagen auch nicht selbstverständlich, dass die polnischen jungen Künstlerinnen und Künstler es hierher geschafft haben. Zwei sind nur online dabei, aber die anderen sind hierher gekommen. Wir wünschen ihnen natürlich alle, dass sie auch wieder problemlos in ihre Heimat zurückkommen. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir hier ein länderübergreifendes Projekt in so einem wichtigen Bereich mit Jugendlichen beider Länder feiern können. Bardzo się cieszę, że pomimo zaistniałej sytuacji i trudności, jaka wynika z tej całej naszej sytuacji, przyjechali Państwo na teren Niemiec, wzięli Państwo udział w kursie i życzę udanego powrotu do kraju. Und jetzt wünsche ich uns nur allen ein schönes Konzert und ich kann Ihnen versichern, das Ministerium wird diesen wichtigen Beitrag mit Jugend komponiert zur neuen Musik auch weiter unterstützen und fördern. Życzę w chwili obecnej udanego koncertu i mam nadzieję, że będzie się wszystko tak dobrze rozwijać, jak to się dzieje w chwili obecnej. Witamy teraz serdecznie profesora Helmuta Zapfa. Jetzt begrüße ich Sie auch noch mal alle ganz herzlich. Bedanke mich für die liebevollen und dankvollen Worte und wir beginnen jetzt einfach aufgrund des Zeitdruckes durch die Corona-Presse und wir beginnen mit dem ersten Stück von, ja, das war doch anders geplant, aber egal jetzt, von Johann Simon aus Potsdam. Er hat geschrieben für den Wettbewerb und wir haben dieses Stück auch im Workshop bearbeitet. Preludium, Toccata und Fuge für Streichquartett. Rozpoczynamy nasz koncert, tak jak stoi w programie. Naszym pierwszym utworem będzie Preludium, Toccata i Fuga pana Johanna Simona. Und Johann ist 19 Jahre alt, kommt aus Potsdam. Er komponiert seit 4 Jahren und ist als Musiker sehr in der Improvisationsszene zu Hause. Pan Johann Simon ma 19 lat, pochodzi z Potsdamu, komponuje już od 4 lat i interesuje się jazzową improwizacją. So, ich bitte jetzt die Musiker. Zapraszamy naszych muzyków. Von dem Streichquartett Atma auf die Bühne und wir genießen das erste Stück. Zapraszamy na zespół Atma Kwartet w składzie Paulina Marcisz, skrzypce, Karolina Orsik, zauter, altówka, Edyta Słomska, wiolonczela i gościnnie pierwsze skrzypce Jarosław Nadrzycki. Thank you.
Die nächsten beiden Stücke, die erklingen werden, sind von Mateusz Kosela. Das Stück heißt Zen, bedeutet Schlaf. Und er ist 15 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Warschau und komponiert seit anderthalb Jahren. Kolejny utwór został napisany przez pana Mateusza Kosela. Nazywa się Sen. Pan Mateusz ma 15 lat, pochodzi spod Warszawy i komponuje już od półtora roku. Das nächste Stück dann, also kommen jetzt zwei Stücke und danach ist die erste Pause zum Lüften des Raumes. Das ist von Karina Czalenko. Sie ist 1995 geboren in Kaliningrad und studiert Saxophon in Rostock. Ihr Stück heißt Abstraktion. Es sei noch erwähnt, die Teilnehmer von Jugend komponiert dürfen nicht Komposition schon studieren, aber sie können natürlich ein anderes Musikfach schon studieren. Kolejny utwór, Abstrakcja, został napisany przez panią Karinę Czalenko, urodzoną w 1995 roku w Kaliningradzie, która studiuje w chwili obecnej saksofon w Rostocku. Po kolejnych dwóch utworach zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Prosimy Państwa o opuszczenie sali, ponieważ musimy przewietrzyć. Dziękuję. Thank you.
Die verdiente Lüftungspause. Zapraszamy Państwa na krótką, pięciominutową przerwę. Thank you.
So, wir machen weiter. Bin ich wieder da, Dietrich? Hallo? Okay, wir machen weiter mit den nächsten zwei Kompositionen. Das ist einmal von Paula Fröhlich, das Stück Tria. Es ist das einzigste Stück, was nicht für Quartett ist, sondern eben, wie der Titel sagt, für ein Trio. Sie ist 18 Jahre, kommt aus Potsdam und ist ihre erste eigene Komposition. Kolejny utwór usłyszymy pod tytułem Tria. Jest to jedyny utwór na naszych warsztatach, który został napisany na trio. Został napisany przez panią Paulę Fröhlich, która ma 18 lat, pochodzi z Potsdamu i jest to jej pierwsza kompozycja. Und das nächste Stück ist von Hanna Derey. Sie ist aus Polen. Sie war nicht hier anwesend, aber wir haben mit ihr Online-Unterricht gemacht. Und ihr Stück heißt Chirutwo Moce, das heißt so viel wie Energiezentrum. Sie kommt aus Biawa, das ist in Südpolen, ist 15 Jahre und komponiert seit 5 Jahren. Kolejny utwór został napisany przez panią Hannę Derej, jest pod tytułem Źródło mocy. Pani Hanna pochodzi z Bielsko-Białej, ma 15 lat i komponuje już od 5 lat. Und ich darf Sie noch darauf aufmerksam machen, dass man den Mundschutz über die Nase auch ziehen soll. Mamy taką gorącą prośbę, żeby podczas koncertu maska zakrywała również nos.
pani Hanny niestety dzisiaj nie ma z nami, ponieważ musiała w ostatniej chwili odwołać swój przyjazd i to właśnie z panią Hanną prowadziliśmy lekcje online. Kommen wir zu den nächsten zwei Stücken vor der nächsten Pause und damit werden wir uns dann auch von dem Atmar-Quartett verabschieden. Sie fahren dann zurück nach Polen. Dann ist dieser Teil mit den Musikern des Atmar-Quartetts beendet. Leider, es war sehr schön mit euch. Po kolejnych dwóch utworach będziemy musieli się niestety pożegnać z naszym kwartetem, bo przyjdzie kolejny kwartet. Bardzo nam przykro, bo bardzo nam się podoba wykonanie. Das nächste Stück, was wir hören, ist von Felix Kruse. Er ist 1983 geboren. Sein Stück heißt Du sollst nicht. Er studierte Musikpädagogik, hat Kompositionsunterricht jetzt an der Musikschule Neukölln. Es geht in kleinem Stück um die Tabus in der neuen Musik. Jetzt ist klar, Felix ist viel zu alt, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Aber wir haben es immer so gehandhabt, an dem Workshop kann jeder teilnehmen, der etwas dafür komponiert hat. Es gehört natürlich dann nicht zum Wettbewerb das Stück, sondern es wird hier erarbeitet und diskutiert. Er hat an dem Kurs teilgenommen und deswegen wird das Stück heute auch hier gespielt. Kolejny utwór, który usłyszymy, nazywa się Du sollst nicht, czyli nie powinieneś, napisany przez pana Felixa Kruse, który został urodzony w 1983 i studiuje już pedagogikę muzyczną. Tutaj profesor chciał poinformować, że każdy, kto się zgłosił do wzięcia udziału w kursie, jak najbardziej mógł wziąć udział bez względu na swój wiek, natomiast o pewne ograniczenia są, jeśli chodzi o konkurs. Und das letzte Stück jetzt vor der Pause ist von Titus Sikorski mit dem Titel Metamorphosis. Titus kommt aus Krakau, spielt Orgel und auch Violine. Er ist 16 Jahre alt und hat seit 3 Jahren Kompositionsunterricht. Ostatni utwór, który usłyszymy w wykonaniu kwartetu, nazywa się Metamorfozy i został napisany przez pana Tytusa Sikorskiego, który przyjechał do nas z Krakowa, gra na organach i skrzypcach, ma 16 lat i komponuje już od 3 lat. Thank you.
Thank you.
Jetzt die Pause, aber nochmal tausend Dank an das Atma-Quartett und gute Heimreise. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na przerwę i po 5 minutach spotykamy się ponownie. Thank you.
Ja, liebe Freunde von Jugend komponiert, der wichtigste Preis für einen Komponisten ist es natürlich, gespielt zu werden. Szanowni Państwo, w chwili obecnej odbędzie się rozdanie nagród. Und praktisch zusätzlich gibt es im Wettbewerb Preise. Einen dritten Preis in der Altersgruppe 1, das sind die 14- bis 17-Jährigen, geht an Adam Valenta für String Quartett. Er hat an der Kompositionswerkstatt nicht teilgenommen und bekommt dennoch diesen dritten Preis zugesandt. Ein zweiter Preis geht an Pavel Krutschek für Zero und ein erster Preis an Titus Sikorski für Metamorphosis. Ich darf die beiden, Pavel und Titus, hier nach vorne bitten. Zapraszamy pana Pawła i pana Tytusa do podejścia na scenę. Herzlichen Glückwunsch und Ihre Urkunden nehmen Sie sich bitte dort von diesem Tisch. Powtórzę, naszymi laureatami jest pan Paweł Kruczek i pan Tytus Sikorski. In der Altersgruppe 2, 18 bis 27 Jahre, geht ein zweiter Preis an Joël Salomé Götz für Trainride Chapter Farewell und ein erster Preis an Pablo Garay für 4 Jahreszeiten. Ich darf auch wieder Joël und Pablo nach vorne bitten. Poprosimy panią Herzlichen Glückwunsch und die beiden Stücke von diesen beiden Komponisten werden wir jetzt noch hören. Naszymi laureatami była pani Joël Salomé Götz oraz pan Pablo Garay. Druga nagroda trafiła do pani Joël, a pierwsza do pana Pabla. Jetzt erklingen als nächstes die Werke von Pablo Garay, seine 4 Jahreszeiten. Pablo kommt aus Uruguay. Er bereitet sich auf ein Kompositionsstudium an der Musikschule Neukölln vor. Und von Joël Salomé Götz hören wir jetzt auch das Stück Trainreit. Sie komponiert seit 2 Jahren, kommt aus Potsdam und dieses Stück ist inspiriert natürlich von vielen Zugfahrten. Zaczynamy naszą drugą część koncertu. Pierwszy utwór usłyszymy naszego laureata pierwszej nagrody drugiej grupy wiekowej, pana Pabla Greja, 4 pory roku, w wykonaniu drugiego kwartetu, kwartet Sonar w składzie
Susanne Zapf, Wojciech Grabowski, Nikolaus Schlief und Konstantin Mantjuw. So, wir haben es schon auf Polnisch gehört. Jetzt spielt das Sonarquartett. Herzlich willkommen.
Als nächstes hören wir von Monika Kosakiewicz das Quartett Klesmerski. Monika kommt aus Krakau. Und dann kommt das Stück von Franziska Mertin. Sie ist 21 Jahre, komponiert seit mehreren Jahren als Hobby, spielt Querflöte und Klavier. Ihr Stück heißt Streichquartett in 3 Sätzen. Kolejny utwór, który usłyszymy, to kwartet klezmerski pani Moniki Kozakiewicz, która pochodzi z Krakowa, inspiruje się żydowską muzyką ludową. Po pauzie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnego utworu pani Franciszki Mertin, kwartet smyczkowy. Thank you.
Jetzt haben wir wieder eine Pause und Monika war nicht anwesend, sondern Online-Unterricht gehabt. Zapraszamy na 5-minutową pauzę, a chcieliśmy tylko dodać, że pani Monika Kozakiewicz nie mogła przybyć, więc prowadziliśmy z nią lekcje online. Thank you.
Ja, und dann hatte ich Panik bekommen. Nein, ist alles gut, dann machen wir einfach nochmal Salami. Ja? Also wir machen Franziska, Rosalie. Ja? So, wir machen weiter. Jetzt mache ich noch einmal die Ansage für Franziska Mertin mit ihrem Streichquartett in drei Sätzen. Ich glaube, sie studiert sogar Musikpädagogik in Potsdam und sie spielt Querflöte und Klavier und wir hören ihr Stück Streichquartett in drei Sätzen. Und danach folgt von Rosalia Sopota Quartett in H-Moll. Rosalia ist 14 Jahre, kommt aus Warschau und komponiert seit 2 Jahren. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych 4 utworów. Jako pierwszy usłyszymy kwartet smyczkowy pani Franciszki Mertin, która ma 21 lat, komponuje już od kilku lat, ale dla przyjemności i pochodzi z Berlina. Kolejnym utworem będzie utwór kwartet smyczkowy H-moll pani Rosalii Soboty, która ma 14 lat, pochodzi z Warszawy i komponuje od 2 lat. Zapraszamy nasz kwartet. Thank you.
Bevor ich die nächsten beiden Stücke ansage, die letzten beiden Stücke auch, möchte ich mich ganz herzlich bei Kalina Troschinska bedanken, die für uns gedolmetscht hat, vor allem für mich, denn mein Kollege Sebastian Elekowski-Winkler ist muttersprachlich auch polnischer Herkunft und für ihn ist das natürlich ein Heimspiel sozusagen, in Deutsch und Polnisch zu unterrichten. Kalina war die geeignete Person, nachdem uns Katarzyna Duczynska aus Bosnien absagen musste wegen Corona. Und dann ist sie eingesprungen und hat als Musikerin, sie ist Pianistin und Chorleiterin, natürlich sehr gut das alles übertragen können. Vielen Dank. Danke. A ja również z mojej strony chciałam bardzo podziękować za współpracę z panem profesorem, jak również z drugim panem, który prowadził z nami te warsztaty, z panem Sebastianem. Bardzo dziękuję. So, als nächstes erklingt von Thoralf Dietrich die Zirkularmusik Nummer 1. Er ist 27 Jahre, kommt aus Potsdam, studiert dort Geophysik und komponiert seit 15 Jahren. Und als letztes erklingt von Pavel Gruczek das Stück Zero. Er ist 17 Jahre und komponiert seit 2 Jahren. Dwa ostatnie utwory przed nami niestety. Pierwszy Circular Music pana Thoralfa Dietricha, który ma 27 lat, studiuje geofizykę i komponuje nie od 15, tylko od 5 lat, pochodzi z Poczdamu. I na samym końcu słyszymy utwór naszego laureata, pana Pawła Kruczka, który ma 17 lat, pochodzi z Bielsko-Białej i komponuje od 2 lat. Utwór pana Pawła nazywa się Zero. Dziękuję.
Ich möchte noch ein ganz kurzes Schlusswort sagen, bevor wir in die schöne Herbstsonne gehen. Chcielibyśmy dodać jeszcze kilka słów, zanim się pożegnamy. Der Wettbewerb für nächstes Jahr ist schon ausgeschrieben. Er findet für Orgel Solo, Orgel Sopran und Orgel Film statt. Następny konkurs w przyszłym roku już został rozpisany na organy, organy z głosem i organy z muzyką filmową. Ich möchte allen, die an der Kompositionswerkstatt beteiligt waren, nochmal sehr danken. Es war eine intensive Zeit bis tief in die Nacht. Ich danke Helmut, ich danke Sebastian, ich danke Kalina, ich danke Danny Janetzki für den Livestream, Dietrich Petzold für den Ton. Ich danke meiner Kollegin Andrea Wiese, die mich sehr unterstützt hat. Und vor allem danke ich euch, die ihr hier bei der Kompositionswerkstatt mit uns gearbeitet habt. Steht nochmal auf, das ist euer Applaus. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy wszystkim wykładowcom, dziękujemy panu profesorowi, panu Sebastianowi, dziękujemy panom za możliwość oglądania tego w internecie i dziękujemy oczywiście Torstynowi i Andrei za całą pomoc i organizację w tym wspaniałym kursie. Dziękujemy. Bleiben Sie gesund, halten Sie Abstand.